Hallo, mein Lieben. Heute gibt's mal ein Rezept. Da habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie ich diesen Maultaschenauflauf mache. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los, ne? So, die Zutaten sind einmal ein Käse zum Drüberstreuen. Ich habe jetzt den Cheddar genommen. Dann habe ich hier zwei Mozzarella-Kugeln. Dann habe ich hier Maultaschen. Die werden zu einem Streifen geschnitten. Die sind jetzt gemischt, sind ganz normale Maultaschen und dann einmal Gemüsemaultaschen dazwischen. Dann habe ich hier eine Zwiebel und einen Knoblauch. Und Gewürze mache ich noch dran, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Gemüsebrühe. Ja, und also durch die Gemüsebrühe könnt ihr mit dem Salz gucken, ob ihr da überhaupt was braucht. Ihr könnt auch noch ein bisschen Paprika reinmachen, ein bisschen Kurkuma. Kräuter kann man noch wunderbar mit reinmachen. Ja, und würde ich sagen, dann schnibbeln wir mal los.